Unser erstes Thema. Il nostro primo tema. Da haben wir über gesprochen, wie wir geistlich wohl sein können trotz all der Krisen in der Welt. Parlava di come poter trovare questo benessere spirituale nonostante la crisi che c'è nel mondo. Und wir haben gesehen, die biblische Prophezie ist eine Hilfe. E noi abbiamo visto che la profezia biblica è un aiuto per questo. Im zweiten Thema haben wir gesehen, was eigentlich unser Wohlergehen am meisten attackiert. E nel secondo tema ha parlato di dove praticamente il benessere spirituale viene attaccato maggiormente. Und das ist natürlich Satan, der Feind und dieser große Kampf. E naturalmente è Satana il nemico e questo gran conflitto. Und dann gestern ieri haben wir gesehen, was für eine Lösung Gott uns anbietet, um endlich wieder auch in unserem Herzen echtes Wohlergehen zu haben. Abbiamo visto come Dio dà una soluzione a tutto questo per poter dare quella pace davvero al cuore di cui noi abbiamo bisogno. Und ich denke, es ist gestern ganz deutlich geworden, Jesus macht uns ein überwältigendes Angebot. Ieri è stato veramente chiaro, penso, il fatto che Gesù ci fa un regalo immenso, inimmaginabile. Er sagt, egal wer du bist, was du getan hast, wenn du zu mir kommst, schenke ich dir ein neues Leben und ein neues Herz. Dice, non importa tu chi sei, che cosa hai fatto, se tu vieni a me, io ti darò un nuovo cuore, tu sarai nato di nuovo. Und heute wollen wir an diesem Punkt anknüpfen und weitermachen. E noi vogliamo adesso fissare questo punto e andare avanti. Denn die wichtigste Frage, die wir uns stellen können, ist: Perché la domanda che noi più importante che noi ci possiamo porre a questo punto? Wie können wir diese neue Erfahrung auch im Alltag ausleben? Come possiamo adesso vivere questa esperienza praticamente tutti i giorni? Wie können wir sicherstellen, dass dieses neue Wohlergehen auch von Dauer ist? Come possiamo essere sicuri che questo benessere anche sia costante? Unser Thema heute lautet: Il tema di oggi parla di der Weg in die Freiheit. Una vita nella libertà. Wir wollen ein ganz kurzes Gebet sprechen. Vogliamo pregare molto velocemente. Lieber Vater im Himmel. Caro Padre del Cielo. Wir danken dir für diesen Abend. Noi ti ringraziamo per questa serata. Wir danken dir, dass dein Heiliger Geist unser Herz berührt. Noi ti ringraziamo perché lo Spirito Santo tocca i nostri cuori. Und dass wir aus deinem Wort etwas lernen dürfen. E che noi possiamo imparare qualcosa di nuovo dalla tua parola. Bitte sei jetzt bei uns. Ti prego ora rimani con noi. Sprich du zu uns. Parlaci. Und halte alle Störende fern. E allontana tutto ciò che ci può distogliere da questo. Wir möchten von dir den Weg in die Freiheit lernen. Noi vogliamo trovare da te la via per la libertà. Wir bitten im Namen Jesu. Noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gestern sahen wir, ieri abbiamo detto, dass das Hauptproblem für unser Wohlergehen, che il problema principale del benessere, die Sünde ist, è il peccato, l'iniquità. Denn Sünde trennt uns von Gott. Perché il peccato ci separa da Dio. Wir haben gesehen, was Gott macht, ist immer sehr gut. Abbiamo visto che quello che fa Dio è sempre molto buono. Und wenn wir uns von Gott trennen, ma se noi ci separiamo da Dio, dann trennen wir uns von dem Guten, von dem Wohlergehen. Allora noi ci separiamo dal benessere e dal bene. Und das haben wir gestern ausführlich beschrieben. E questo è quello che abbiamo descritto ieri. Nun, was bedeutet es, dass wir uns von Gott trennen? Allora, che cosa vuol dire che noi ci separiamo da Dio? Was hat das für Konsequenzen? Quali conseguenze ha tutto questo? Interessanterweise, la cosa interessante è questa. Gibt es zwei Dinge, ci sono due cose, die es schwierig machen zwischen mir und Gott wieder, dass wir zur Einheit kommen. Che rendono difficile il fatto la ricongiunzione tra me e Dio. Die Bibel sagt uns, la Bibbia ci dice, niemand hat Gott jemals gesehen. Nessuno ha visto Dio. Mit anderen Worten, Dio, praticamente, aufgrund meiner Sünde, a causa del mio peccato, die mich von Gott getrennt hat, che mi ha separato da Dio, kann ich ihn nicht wirklich sehen? Io non lo posso vedere realmente. Wie soll ich mit jemandem Einheit haben? Io come posso avere unità con qualcuno? Den ich nicht sehen kann. Se non lo posso vedere. Also von meiner Seite als Sünder. Quindi dal mio lato in quanto peccatore. Gibt es dieses Problem? Ich kann Gott nicht wirklich sehen. C'è questo problema. Io non riesco a vedere Dio. Aber da gibt es das andere Problem. Però c'è un altro problema. Gott sagt oder die Bibel sagt uns. La Bibbia dice. Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Dio non può essere tentato dal male. Das heißt, Gott auf der anderen Seite. Questo vuol dire che Dio dall'altro lato. Wir können ihn nicht sehen. Noi non lo possiamo vedere. Aber er kann uns nicht verstehen. Però lui non ci può capire. In einem bestimmten Punkt. In un punto preciso. Nämlich, wie ist es versucht zu werden? Praticamente, come è sentirsi tentato?
essere tentato. Er ist zwar vollkommen und perfekt. Lui è perfetto. Aber er kann nicht versucht werden. Però non può essere tentato. Und wir stehen hier als Sünder. E noi siamo qui come peccatori. Erleben die Versuchung. E viviamo la tentazione. Und sagen, Gott. E diciamo Dio. Kannst du uns nicht verstehen? Ma ci puoi capire? Können wir sehen, dass diese Trennung von Gott durchaus eine ernste Trennung ist? Possiamo vedere che questa separazione da Dio è molto seria. Was sollen wir tun? Che cosa dobbiamo fare? Ich denke, vielen Menschen geht es so wie dem Psalmschreiber hier. Io penso che molte persone si sentono esattamente come descritto in questo salmo. Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Oh Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco all'alba. Viele Menschen sind heute auf der Suche. Molte persone sono adesso alla ricerca. Sie suchen die Wahrheit. Loro cercano la verità. Sie suchen Freiheit. Cercano la libertà. Sie suchen Wohlergehen. Loro cercano il benessere. Und viele suchen auch Gott. E molti cercano anche Dio. Bist du heute auf der Suche? Oggi stai cercando tu. Suchst du nach Gott? Cerchi Dio. Der David sagt hier. Perché Davide qui dice? Es dürstet nach dir meine Seele. Di te è assetata la mia anima. In diesen Breitengraden ist man wahrscheinlich oft ziemlich durstig. E qui sicuramente in questo luogo particolare si soffre molto la sete. Und wir alle kennen das Gefühl, wenn einem die Kehle fast austrocknet. E noi tutti conosciamo questo sentimento quando la bocca è praticamente secca. Und die Bibel sagt uns, ein Mensch, der nach Gott sucht, der hat so eine ausgetrocknete Kehle, er möchte Gott unbedingt finden. E la Bibbia dice che un uomo che cerca Dio ha quasi una bocca asciutta che vuole cercare assolutamente Dio. Aber wo soll er suchen? Ma dove deve cercare? Denn wenn ich nicht weiß, wo ich suchen soll, wie soll ich ihn dann finden? Perché se lui non sa dove deve cercare, come fa a trovare qualcosa? Die Bibel sagt uns, wo wir suchen sollen. La Bibbia ci dice dove dobbiamo cercare. Er sagt, so schaue ich im Heiligtum nach dir. Dice, io ti ho contemplato nel santuario. Im Heiligtum. Nel santuario. Warum im Heiligtum? Perché nel santuario. Warum sagt David, der doch so eine enge Beziehung zu Gott hatte? Perché dice Davide che aveva già una relazione molto stretta con Dio? Wenn ich etwas nicht verstehe, wenn ich etwas wenn ich nach dir suche, dann gehe ich immer zum Heiligtum. Se non capisco qualche cosa, se sono alla ricerca, vado sempre nel santuario. Was war das Heiligtum? Che cos'era il santuario? Die Bibel sagt uns, la Bibbia ci dice, dass Gott, als das Volk Israel aus Ägypten auszog, che Dio ha liberato il popolo dall'Egitto, il popolo di Israele. Dass er ihnen ein Gebot gegeben hatte, sie sollten ein Heiligtum machen. E le ha detto questo comandamento di costruire un santuario. Aber nicht einfach nur, um sie zu beschäftigen. Però semplicemente per dargli un compito da fare. Sondern das Heiligtum hat ein ganz bestimmten Ziel. Ma il santuario ha uno scopo particolare. Gott wollte unter ihnen wohnen. Lui, Dio voleva abitare in mezzo a loro. Er wollte ihnen nicht nur einfach vergeben. Lui non voleva soltanto perdonarli. Und ihnen ein neues Herz geben. E dargli un nuovo cuore. Er wollte ihnen so nahe wie möglich sein. Lui voleva essere più vicino possibile a loro. Und inmitten all der Zelte. E proprio nel mezzo di tutte le tende. Wollte Gott selbst zelten. Lui stesso voleva avere la sua tenda. Nicht in einem großen Gebäude. Non no, un edificio gigantesco. Sondern in einem Zelt. Ma una tenda. Wie sah dieses Zelt aus? Come era questa tenda? Gott hatte dem Mose gesagt, Dio ha detto a Mosè, genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Me lo farete in tutto e per tutto, secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti. Jetzt ein Modell oder ein Vorbild. Quindi un modello. Sieht fast genau oder sieht so ähnlich aus wie das andere. Sembra esattamente come l'altro. Das heißt, es gibt ein Original. Questo vuol dire che c'è stato un originale. C'era un originale. Und eine Kopie. E una copia. Und wir haben das schon in einem der Vorträge kurz angedeutet. E noi abbiamo già spiegato questo concetto. Ein Bahnhof ist ein Original. Una stazione è l'originale. Aber in einer Spielzeugeisenbahn. Però praticamente in un nei trenini di gioco. Da gibt es auch so einen kleinen Bahnhof. Ci sono anche lì questi piccoli, questa piccola stazione con i binari. Und wenn wir diesen kleinen Bahnhof anschauen, e se noi guardiamo questo piccolo giocattolo, dann wissen wir auch, wie der große Originalbahnhof aussieht. Noi sappiamo come sembra effettivamente la grande stazione, la reale stazione. Das heißt, dieses Heiligtum. Questo vuol dire che il santuario sollte das Original darstellen. Doveva simbolizzare l'originale. Ja, wo ist das Original? Okay, e dov'è l'originale?
Die Bibel sagt uns, dass das Original im Himmel ist. La Bibbia ci dice che l'originale è nel cielo. Wir werden gleich noch viele, viele Texte dafür lesen. Noi adesso leggeremo molti, molti testi. Dieses Zelt hier. Questa tenda. Sollte den Israeliten etwas über den Himmel sagen. Doveva spiegare agli israeliti qualche cosa che riguarda il cielo. Ein Zelt? Una tenda? In der Wüste? Nel deserto. Das sieht doch gar nicht nach dem Himmel aus. Ma non sembra proprio come il cielo. Stellen wir uns vor. Ma immaginiamoci che. Wir sind kein Israelit. Noi non siamo degli israeliti. Und auch keine Italiener oder Deutschen. Anche né italiani né tedeschi. Sondern eine der heidnischen Völker, die hier drumherum gewohnt haben. Ma noi siamo uno dei popoli pagani che stavano lì intorno. Irgendwo hinter den Bergen. Da qualche parte nelle montagne. Vielleicht ein Moabiter. Forse un Moabiter. Oder ein Amalekiter. O un Amalekiter. Und wir sind ganz neugierig, was wohl dieses Heiligtum zu bedeuten hat. Noi siamo molto curiosi di sapere, ma che cosa significa questo santuario? Wir schauen da auf unseren Berg. E noi guardiamo lì da sopra il monte. Hinunter ins Tal. E guardiamo giù nella valle. Und wundern uns über die ganzen Zelte. E noi ci meravigliamo di vedere così tante tende. Aber am meisten wundern wir uns über dieses komische Heiligtum. Però noi ci meravigliamo ancora di più di vedere questo strano santuario. Und wir beschließen. E noi ci decidiamo. Wir wollen jetzt einmal hingehen und schauen, was es damit auf sich hat. Ora noi vogliamo andare lì a vedere che cosa succede in questo Kommen posto. Kommen Sie mit. Volete venire con noi? Eine kurze Reise durchs Heiligtum. Andiamo a fare un piccolo viaggio nel santuario. Wir gehen also auf das Heiligtum zu. Okay, allora arriviamo nel santuario. Und schon an der Tür hier vorne am Vorhang. E già lì alla tenda di entrata. Werden wir freundlich, aber höflich abgewiesen. Noi verremo impediti di entrare in maniera molto gentile. Ein Priester steht dort. C'è un sacerdote lì. Und sagt. Che dice? Warum bist du gekommen? Perché sei venuto qui? Oh, ich habe gehört, hier kann man Gott sehen. Oh, io ho sentito che qui, ho sentito dire che qui si può vedere Dio. Hier kann man was über den Himmel verstehen. Io qui posso capire qualche cosa del cielo. Und der Priester würde sagen? E il sacerdote direbbe? Hier kann man etwas über den Himmel sehen, verstehen. Qui è vero, si può capire qualche cosa e vedere qualcosa che riguarda il cielo. Aber Gott kann man nicht sehen. Però Dio non lo si può vedere. Gott wohnt hier hinten. Dio vive lì giù, dentro. Im letzten Raum. Nell'ultima stanza. Und dass er dort ist, wissen wir wegen der Wolkensäule. E noi lo sappiamo che lì grazie alla colonna di nuvole. Aber du kannst da gar nicht hinein. Però tu non puoi entrare lì. Aber was du hier tun kannst? Ma quello che tu puoi fare? Du kannst deine Sünden vergeben bekommen. Tu puoi ricevere il perdono dei tuoi peccati. Und vielleicht als Amalekiter und Moabiter? E forse come Amalekita o in quanto Moabita? Hat man einige schlimme Sünden getan? In realtà si sono fatti dei peccati. Und man sagt sich, okay, die Gelegenheit nutze ich. E io dico okay. Voglio sfruttare questa possibilità. Was muss ich denn tun? Che cosa devo fare? Du brauchst ein Lamm oder ein Ochsen oder ein Tier. Okay, tu hai bisogno di un agnello oppure di una di un animale. Also würde ich zurückgehen. E quindi io andrei indietro. Zum Beispiel ein Lamm mir besorgen. Per esempio mi andrei a comprare un agnello. Und würde zurückkommen. E torno indietro. Wir würden durch den Eingang gehen mit dem Lamm. E quindi io entrerei nel santuario all'interno. Und würden zum ersten Gegenstand kommen im Heiligtum. Con l'animale e troverei davanti a questo oggetto. Ein bronzener Altar. Un altare di bronzo. Er heißt der Brandopferaltar. Si chiama l'altare degli Olocausti. Und an diesem Altar. E in questo altare. Würden wir unsere Hand nehmen. Mettiamo la nostra mano. Auf den Kopf des Tieres stützen. Sulla testa dell'animale. Und dann unsere Sünde bekennen. E poi c'è la confessione dei peccati. Zum Beispiel, ich habe meine Frau geschlagen. Per esempio, io ho picchiato mia moglie. Oder meinen Nachbarn bestohlen. Oppure ho rubato al mio vicino di casa. Das Lamm musste ein fehlerloses Lamm sein. L'agnello doveva essere senza difetto. Und durch dieses Auflegen. E attraverso questo movimento. Hätten wir irgendwie den Eindruck. Noi avremmo avuto praticamente l'impressione. Dass unsere Sünden auf das Lamm übergehen. Che i nostri peccati si trasferiscono all'agnello. Und dieses die Makellosigkeit des Lammes. E questa perfezione dell'agnello. Auf mich übertragen wird. Viene trasferita su di me. Und dann würde das Lamm geschlachtet werden. E poi l'agnello viene ucciso. Und ich als Sünder müsste das Messer nehmen. E io come peccatore avrei dovuto prendere il coltello. Und dem Lamm an die Kehle setzen. E tagliare la gola dell'agnello.
Und dann würde es spritzen. E poi avrebbe spruzzato sangue. Und mir käme der Gedanke. E a questo punto mi viene in mente questo pensiero. Sünde ist grausam. Il peccato è davvero crudele. Dieses Tier muss sterben, nur weil ich meine Frau geschlagen habe? Questo animale deve morire soltanto perché ho picchiato mia moglie. Der Priester? Il sacerdote? Würde das tote Lamm nehmen? Avrebbe preso l'animale morto? Oder auch Teile vom Lamm? Oppure una parte. Und hier auf dem Altar verbrennen. E lo brucia su questo altare. Dann? Poi? Übrigens, dieses Feuer, das dort auf dem Altar brannte, sagt die Bibel, kam direkt vom Himmel. Okay, in tutti i casi questo fuoco che brucia sull'altare, dice la Bibbia che venne direttamente dal cielo. Aber das war noch nicht das Ende. Però non è la fine di tutto. Da gab es noch einen anderen Gegenstand. Però c'era un altro oggetto. Der wurde genannt das Waschbecken. Questo si chiamava la conca di rame. Da haben wir es. La conca di rame. Und an diesem Waschbecken e in questa conca würde sich der Priester waschen. Il sacerdote si sarebbe lavato le mani. Und man hat den Eindruck, e questo dà l'impressione, dass man hier gereinigt wird. Che qui c'è una purificazione. Dass man wieder rein ist. Che praticamente si è di nuovo puri. Das reinigende Wasser. L'acqua che purifica. Und dann kommt das Zelt. E poi arriva la tenda di convegno. Das Zelt der Begegnung. La tenda di convegno. Und wir würden versuchen, dort hineinzugehen. E noi vogliamo provare ad entrare in questa tenda. Aber der Priester würde sagen, però il sacerdote dice, hier könnt ihr nicht mehr hinein. Qui non potete entrare. Hier kann nur ich hinein. Qui posso entrare solo io. Und ihr müsst hier draußen stehen, e voi dovete rimanere fuori, auf dem Vorhof, nel cortile. Ihr könnt beten, potete pregare. Aber alles, was jetzt hier drinnen geschehen muss, però tutto quello che adesso succederà dentro, das könnt ihr nicht sehen. Non lo potete vedere. Ihr müsst glauben, dass es wirklich passiert. Lo dovete soltanto credere che davvero succeda. Denn da war ein Vorhang. Weil? Da war ein Vorhang. Ah, lì c'era una tenda. Und so würden wir stehen bleiben. E essere lì. Und sehen, wie der Priester in das Heiligtum hineingeht. E vedere come il sacerdote entra nel santuario. Und vielleicht würde neben uns ein Israelit stehen. E forse vicino a noi c'è proprio un israelita. Der uns erklärt, was jetzt hier drin ist. Che ci racconta esattamente che cosa c'è lì dentro in questa tenda. Was wäre da drin? Che cosa c'è lì? Er würde uns erzählen, dass dort alles voller Gold ist. E Israelita ci racconterebbe che lì tutto è fatto di oro. Ganz herrlich. Molto luminoso. Und da gab es vor allem drei Gegenstände. Ed è formato da tre oggetti. Einen Leuchter. C'è un candelabro. Einen Tisch mit Broten. Un tavolo con dei pani. Und einen Altar, wo Weihrauch emporstieg. E l'altare dei profumi, da dove l'odore sale. So würde das aussehen. Così sembra. Und in unserer Vorstellungskraft e nella nostra immaginazione müssten wir uns vorstellen, wie das wohl ungefähr dort im Heiligtum drin ist. Noi ci dobbiamo immaginare come circa è così là dentro nel santuario. Da gab es, wie gesagt, den Leuchter. Perché c'era appunto il candelabro. Mit sieben Armen. Con sette braccia. Mit Öl. Con olio. Aus zerstoßenen Oliven. Da olive. Dann. Poi. Die Schaubrote. Poi i pani della presentazione. Sechs Brote auf zwei Seiten. Ci sono sei pani per ciascun lato. Auf einem goldenen Tisch. Su un tavolo di oro. Und diesen Altar. E l'altare dei profumi. Wo morgens und abends immer dieser Rauch aufstieg. E la mattina e la sera c'era sempre questo fumo che saliva. Und man könnte sich vorstellen. E ci si può immaginare. Wie. Come dieser Priester, questo sacerdote, all diese Dienste jetzt hier im Heiligtum ausführt. Fa tutti questi servizi nel santuario. Und die Israeliten würden wir uns wahrscheinlich erklären, was da die einzelnen Bedeutungen davon sind. L'Israelito quasi ci direbbe qual è il significato di ciascuno di questi oggetti. Wie dieses Brot auf dem Tisch. Praticamente questo pane sul tavolo. Das Brot ist, das Gott jeden Morgen vom Himmel regnen lässt. E praticamente simboleggia il pane che tutti i giorni cade dal cielo grazie al Signore. Und so weiter und so fort. E così via, la manna. Und während wir so mit Israeliten leben würden. E noi
mentre stiamo con questo israelita, würden wir immer wieder sehen, vedremo sempre, wie die Sünde, die wir auf das Lamm bekennen, come questi peccati che noi abbiamo riconosciuto alla presenza dell'agnello, dass dieses Blut, che questo sangue, immer wieder in das Heiligtum hineingebracht werden würde. Sempre viene portato in das Heiligtum hinein. Dentro il santuario, dentro la tenda. Und eines Morgens, e un giorno, werden wir geweckt. Saremmo svegliati. Von einem lauten Klang. Da un suono molto forte. Ungefähr so. Che suona più o meno così. An diesem Tag. E in questo giorno. An diesem Tag. In questo giorno. War eine feierliche Stille im ganzen Lager. C'era una strana, un strano silenzio in tutto l'accampamento. Jeder einzelne Mensch. Ogni uomo. Hat gefastet. Ha digiunato. Und es ging immer nur um eine Sache. E c'era sempre una cosa. Die Sünde wird getilgt. Il peccato wird. Ausgetilgt. Also herausgenommen. Viene cancellato. Es wird völlig vernichtet. Viene completamente distrutto. Das Heiligtum wird gereinigt. Il santuario viene purificato. Man nannte es den großen Versöhnungstag. Questo si chiama lo Yom Kippur, il giorno della riconciliazione. Denn an diesem Tag. Perché in questo giorno. Passierte etwas, was sonst niemals passiert. Succede qualcosa che non succede altrimenti in nessun altro giorno. Ein Mensch. Un uomo mit zitternder Hand, con mani tremanti, und Weihrauch in der Hand, e una Weihrauch, un fumo che l'incenso, ging in die letzte Abteilung, entra nell'ultima parte del santuario, hinter den Vorhang, dentro, oltre la tenda, in den Raum, wo Gott persönlich wohnt. Proprio nella stanza dove vive personalmente Dio. Dort, wo die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. Lì dove si manifesta la gloria di Dio. Dort, wo die Bundeslade ist. Lì dove c'è l'arca del patto. Und wir wissen, an der Bundeslade gab es. E noi sappiamo che nell'arca del patto c'era. Was innen drin? Che cosa c'era lì dentro? I 10 comandamenti. Die 10 Gebote. Die 10 Gebote. Und auf der Bundeslade gab es was? E sopra che cosa c'era? Zwei Cherubim. I due cherubini. Und dort waren die 10 Gebote. E lì c'erano i 10 comandamenti. Mittendrin. Lì dentro. An dem Ort. In quel punto, in quel luogo. Wo der große Kampf begonnen hatte. Lì dove è iniziato il gran conflitto. An diesem Ort. In questo punto. Endete im jüdischen Gottesdienst. Finisce il culto degli giudei. Der ganze Gottesdienst. Tutto il culto dei giudei. Das heißt, hier begann das Problem. Qui vuol dire che qui inizia il problema. Und Gott führt den Menschen Schritt für Schritt wieder zurück zu diesem Ort. E Dio guida gli uomini passo per passo di nuovo in questo punto preciso. Denn an diesem Tag. Perché in questo giorno. Würde der Priester. Il sacerdote. Das Blut nehmen, avrebbe preso il sangue das geschlachtet worden war im Vorhof, che era stato preso dagli animali uccisi nel cortile, und würde es genau auf die Bundeslade tun, auf den Sühnedeckel, e lo avrebbe portato proprio sull'arca del patto. Mitten zwischen die 10 Gebote, all'interno ci sono i 10 comandamenti, und die Herrlichkeit Gottes, e la gloria di Dio, die Gnade Gottes, la grazia di Dio, und die Gerechtigkeit Gottes, e la giustizia di Dio, kamen zusammen, si incontrano, und alle Sünde, die jemals getan wurde in diesem Jahr, e tutti i peccati che sono stati fatti in quest'anno, war aus dem Heiligtum entfernt, erano eliminati, distrutti dal santuario. Ja, Moment mal, war die Sünde nicht entfernt, als das Opfer gebracht wurde? Ma aspetta un attimo, nel momento in cui è stata fatta questa offerta, non era già stato cancellato il peccato? Hier ist ein einfaches Bild, wie man sich das vorstellen kann. Ok, qui diamo un'illustrazione per come si può immaginare questa cosa.
Wer von uns hat Müll zu Hause? Chi di voi ha la spazzatura a casa? Müll zu Hause. Okay. Was machen wir mit dem Müll, der bei uns zu Hause rumsteht? Che cosa facciamo con la spazzatura che si trova in cucina, a casa? Damit unsere Wohnung wieder schön ist. Affinché la nostra casa di nuovo sia pulita. Wir tun den Müll wohin? Noi la facciamo, dove la mettiamo? Nel cestino dell'immondizia. In den Mülleimer. In den Mülleimer. Nel cestino dell'immondizia. Hoffentlich. Speriamo. Sieht die Wohnung danach schön aus? Poi sembra la casa più bella. Ist die Wohnung sauber? È pulita? Ja oder nein? Sì o no? Ja. Sì. Aber ist der Müll noch da? Però è l'immondizia ancora lì? Ja. Sì. Und es kommt der Zeitpunkt. E poi arriva il momento. Wo der Mülleimer voll ist. In cui il cestino dell'immondizia è pieno. Und er muss aus dem Haus heraus. E deve essere portato fuori dalla casa. Und wird dann zu einem Ort gebracht, wo der Müll verbrannt wird. E poi viene portato in un luogo dove l'immondizia viene bruciata. Das Heiligtum ist nicht nur der Wohnort Gottes. E il santuario non è soltanto il luogo, la casa di Dio. In gewisser Weise ist es auch wie ein Mülleimer. E anche in una certa maniera la spazzatura, il cestino della spazzatura. Gott sagt, bring deinen Müll zu mir nach Hause. Dio dice, porta la tua spazzatura a casa mia. Ich nehme deine Sünde. Io prendo i tuoi peccati. Deine Probleme. I tuoi problemi. Deine Konflikte, nehme ich alles zu mir. I tuoi conflitti, tutti, portali a me. Aber glaubt ihr, Gott möchte in alle Ewigkeit mit unseren Problemen leben? Però pensi che Dio voglia vivere per sempre con i tuoi problemi? Er nimmt sie uns ab, damit wir sie nicht mehr tragen müssen. Lui se li prende per sé affinché noi potessimo essere liberati, possiamo essere liberati. Aber Gott möchte nicht nur die Sünde von uns wegnehmen. Però non vuole soltanto tirarli fuori da noi, eliminarli da noi. Er möchte, dass die Sünde völlig ausradiert wird. Però lui vuole che i peccati siano completamente distrutti. Er möchte auch, dass der Mülleimer, das Heiligtum, wieder geleert wird. Lui vuole anche che il della spazzatura, cioè il santuario, viene completamente svuotato. Also fassen wir kurz zusammen. Quindi praticamente riassumiamo. Wie viele Gegenstände gab es? Quanti oggetti ci sono nel santuario? 3? 6. 6. Am Anfang war der? All'inizio c'era Brandopferaltar. L'altare dell'Olocausto. Danach kam? Poi c'era das Waschbecken. La conca di rame. Dann kam im Heiligtum. Poi arriva dentro il santuario. Links. A sinistra. Der Leuchte. Il candelabro. Rechts. A destra. Il tavolo con i pani. Ganz genau. Und dann. E poi al centro. L'altare dei profumi. Ganz genau. Und dann hinter dem Vorhang. Poi all'interno dell'altra tenda cosa c'era? L'arca del patto. Die Bundeslade. L'arca del patto. Das Heiligtum. Il santuario beschreibt einen Weg. Descrive una strada, una via. Den Weg in die Freiheit. La via della libertà. Die Bibel sagt uns. La Bibbia ci dice. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Oh Dio, la tua via è nel santuario. Mit anderen Worten. Praticamente. Wenn wir wissen wollen, Gott, wie ist dein Plan? Quando noi vogliamo dire, vogliamo capire, Dio, qual è il tuo piano? Dann sagt Gott, es ist ganz einfach. Allora Dio ci dice, è molto semplice. Meinen Plan, il mio piano, kann ich in 6 Gegenständen ausdrücken. Ve lo posso spiegare in 6 oggetti. In 3 Schritten. In 3 passi. Vorhof, Heiliges, Allerheiliges. Il cortile, il luogo santo e il luogo santissimo. Das ist mein Weg. Questa è la mia via. Von der Sünde dal peccato zur völligen Reinheit. Fino alla completa purezza. Vom Krieg dalla guerra zum totalen Frieden mit Gott. Fino alla totale pace con Dio. Schritt für Schritt. Passo dopo passo. Dein Weg. La tua via. Aber Moment mal. Però aspetta un attimo. Gibt es noch jemanden in der Bibel, der gesagt hat, dass er den Weg hat? Non c'è qualcun altro nella Bibbia che ha detto che è lui la via? Ja. Sì. Jesus sagt. Gesù dice. Io sono la via. Ich bin der Weg. Ja, Moment einmal. Okay, ma aspetta un attimo. Wer ist jetzt der Weg? Ma chi è adesso la via? Das Heiligtum? Il santuario? Oder Jesus? Oppure Gesù? Wer ist der Weg? Sie sagen, das ist das Gleiche. Es ist das Gleiche. Chi è la via? È la stessa cosa, è la stessa. Dieses Heiligtum. Questo santuario. War nichts anderes. Non era nient'altro che. Als eine Beschreibung von Jesus. Che una descrizione di Gesù. Wer war das Lamm, das geschlachtet wurde? Chi era l'agnello che è stato ammazzato? Ein Symbol für Jesus. Era un simbolo di Gesù. Wofür steht das Licht? Perché cosa intendiamo la luce? Jesus sagt, ich bin das. Dio dice, Gesù dice, io sono la
Licht der Welt. Luce del mondo. Wofür steht das Brot? Jesus sagt, ich bin das. Che cosa rappresenta il pane? Dio dice io sono il Brot der Welt. Il pane della vita. Das heißt, all die verschiedenen, das waren nur wenige Beispiele. Questi sono soltanto alcuni esempi, ma questo vuol dire che ogni oggetto. All diese verschiedenen Gegenstände sollten etwas über Jesus aussagen. Tutti questi avrebbero spiegato in una parte Gesù. Übrigens. Questo comunque. Wir haben ja schon gelernt, Jesus hat verschiedene Namen. Noi abbiamo già imparato che Gesù ha tantissimi nomi. Welchen Namen von Jesus haben wir schon kennengelernt? Quali nomi avete già imparato di Gesù? Michael. Michael, Michele. Ganz genau, wir haben gesagt, es gibt ganz viele Namen. Wir haben detto che ce ne sono tanti. Und heute lernen wir einen anderen Namen von Oggi Jesus. Oggi ne impariamo ancora uno. Ein anderer Name ist Emanuel. Un altro è Emanuele, Emanuele. Und Emanuel? E Emanuele? Heißt übersetzt? Vuol dire tradotto? Gott mit uns. Dio con noi. Warum heißt Jesus Immanuel, wenn er in seinem wirklichen Leben niemals Immanuel genannt wurde? Perché lui si chiama Emanuele se nella sua vita è stato chiamato sempre in un'altra maniera? Schauen wir uns einmal das Heiligtum an. Okay, allora ci guardiamo un attimo il santuario. Das ist das Heiligtum aus der Vogelperspektive. Questo è da sopra il santuario, visto da sopra la pianta, la piantina? Frage. Domanda. Wo ist Gott? Dov'è Dio? Hier. Dio è lì. Wo sind wir? Dove siamo noi? Hier. Noi siamo qui. Wir sind eigentlich hier, aber wir können immerhin bis hierhin kommen. Noi siamo praticamente fuori, però possiamo arrivare fino al cortile. Aber es gab einen im Heiligtumsdienst. Però c'era uno nel servizio del santuario. Der konnte dorthin kommen. Che poteva arrivare lì. Der konnte dorthin ma kommen. Poteva anche entrare fin là. Und einmal im Jahr konnte er sogar dorthin kommen. E una volta in tutto l'anno poteva entrare fino nel luogo santissimo. Alle anderen Menschen konnten das nicht. Tutti gli altri uomini non potevano fare questo. Aber es gab einen, der konnte in allen drei Ebenen leben. Però c'era uno che poteva passare tutti e tre i luoghi. Und das war der Mittler, der hohe Priester. Il mediatore, il sacerdote, il sommo sacerdote. Er war das Verbindungsglied zwischen Gott und uns. Era praticamente il mediatore, il collegamento tra Dio e noi. Jesus heißt Jesus Gott si chiama mit uns. Dio con noi. Jesus ist Gott. Gesù è Dio. Und er wurde Mensch. E lui è diventato uomo. Aber er ist auch noch der Mittler zwischen beiden. Però lui è anche il mediatore tra di noi, tra i due. Er ist der Weg. Lui è la via. In die Freiheit. Per la libertà. Was waren nochmal die beiden Probleme? Quali erano i due problemi che all'inizio abbiamo descritto? Wir können Gott nicht. Noi non possiamo sehen. Vedere Gesù. Wir können Gott nicht sehen. Noi non possiamo vedere Dio. Aber als Jesus Mensch wurde, però nel momento in cui Gesù è diventato uomo, an einer Gelegenheit, ha avuto la possibilità. Da saßen seine Jünger mit ihm zusammen. Quando i discepoli si trovavano insieme seduti. Und Philippus fragt ihn. E Filippo gli chiese. Jesus, zeig uns den Vater. Gesù, mostraci il padre. Wir würden gern sehen, wie Gott der Vater aussieht. Noi volevamo vedere com'è Dio il padre. Jesus schaut ihn an. E Gesù lo guardò. So lange bin ich schon bei euch. Io sono qui da così tanto tempo con voi. Und du hast mich noch nicht erkannt. E tu non mi hai ancora riconosciuto. Wenn du mich siehst, quando tu vedi me, dann siehst du Gott. Tu vedi Dio. Das heißt, wenn wir Jesus sehen, questo vuol dire che quando noi vediamo Gesù, dann sehen wir Gott. Allora noi vediamo Dio. Was war das andere Problem? Qual era l'altro problema? Gott kann nicht. Dio non può. Versucht werden. Essere tentato. Aber Jesus wurde Mensch. Warum? Però Gesù divenne uomo. Perché? Damit er versucht werden kann. Affinché lui potesse essere tentato. Wir haben ja schon gesehen, Jesus wurde versucht von Satan. Abbiamo già visto che Gesù è stato tentato da Satana. Jesus weiß, wie es ist, wenn man versucht wird. Gesù sa che cosa vuol dire essere tentati. Wenn man jemals mit Gott Einheit haben möchte. Quando qualcuno vuole avere unione di nuovo con Dio. Dann gibt es nur einen, der uns helfen kann. Allora c'è soltanto uno che ci può aiutare. Sein Name ist Emanuel. Il suo nome è Emanuele. Gott mit uns. Dio con noi. Schauen wir uns das ganz kurz an, was das praktisch bedeutet. Vediamo praticamente che cosa vuol dire questo. Der Brandopferaltar. L'altare degli olocausti. Das ist der Ort, wo das Lamm geschlachtet wurde und verbrannt wurde. Lì dove veniva ucciso l'agnello e veniva bruciato. Wo wurde Jesus für uns geopfert? Dove è stato offerto Gesù? Wo wurde er geopfert? Dove? Am Kreuz von Golgatha. Alla croce del Golgatha.
Das heißt, dieser Brandopferaltar vuol dire che questo altare war ein Symbol für Jesus, der für uns stirbt. Era un simbolo per Gesù che muore per noi. Das haben wir gestern behandelt. Questo l'abbiamo, di questo ne abbiamo parlato ieri. Aber ist damit der Weg in die Freiheit schon zu Ende? Ma in questa maniera siamo già arrivati alla fine della via per la libertà? Manche Christen sagen, alles was wir brauchen ist nur das Kreuz von Jesus. Tutti quelli, molti cristiani dicono tutto quello di cui ho bisogno è solo la croce di Gesù. Ist der Weg schon zu Ende? È questa già la fine della strada? Nein, der Weg hat gerade erst angefangen. No, la via è appena iniziata. Der nächste Punkt. Il punto, il secondo punto. Ist das Waschbecken. È la conca di rame. Und wir werden an einem anderen Abend noch viel mehr darüber zu sagen haben. E noi parleremo molto in un'altra serata proprio di questo punto. Aus Zeitgründen hier nur die Kurzantwort. E per a causa di mancanza di tempo vi do una risposta solo breve su questo punto. Das Waschbecken steht für die Auferstehung Jesu. E la conca di rame simboleggia la risurrezione di Gesù. Denn Jesus ist nicht nur für dich gestorben. Perché Gesù non è soltanto morto per te. Sondern er ist auch für dich auferstanden. So, ma lui è anche risorto. Und er lebt. E lui vive. Ja, wo lebt er denn eigentlich? Okay, ma allora dove vive? Als wir als Amalekite oder Moabiter, quando noi in quanto Amalekiti o Moabiti, dort den Heiligtumsdienst beobachtet haben, noi abbiamo osservato tutto il servizio del Santuario? Da gab es ja den Moment, wo der Priester uns verlassen hat. Poi c'è stato un momento in cui il sacerdote ci ha lasciati. Als in das Heiligtum hineinging, nicht wahr? Ed è entrato nel santuario. Wir konnten ihn da nicht mehr sehen. E noi non potevamo più vederlo. Aber wir wussten, was er tut. Però noi sappiamo che cosa stava facendo. Wir mussten glauben, dass was die Bibel sagt, er doch wirklich tut. Noi dobbiamo credere che quello che lui faccia veramente lo sta facendo. Als Jesus auf der Erde war, starb er. Quando Gesù era sulla terra, lui morì. Und er stand wieder auf. Però poi risuscitò. Und dann hat er uns verlassen, e poi ci ha lasciato, um in ein Heiligtum zu gehen, per andare nel santuario, wo wir ihn nicht sehen können. Dove noi non lo possiamo vedere. Aber wir können glauben, dass er dort das tut, was die Bibel sagt. Ma noi possiamo credere che lui lì sta facendo quello che dice la Bibbia che lui sta facendo. Die Bibel sagt in Ebräer 8, Vers 1. La Bibbia ce lo dice in Ebrea 8, versetto 1. Il punto capitale. Il punto capitale. Was ist il punto capitale? Die Hauptsache. Che cos'è questo? La cosa principale. Wie viel Christen reden über Jesus als den hohen Priester? Quante persone parlano di Gesù in quanto sommo sacerdote? Viele Christen reden über Jesus als den, der am Kreuz hängt. Molte persone, molti cristiani parlano di Gesù in quanto colui che è appeso alla croce. Oder auch als Jesus, der auferstanden ist. Oppure colui che è resuscitato dai morti. Oder als der Jesus, der gepredigt hat. Oppure il Gesù che ha predicato. Und Paulus hat über all das auch gesprochen. E Paolo anche ha parlato di tutto questo. Aber Paulus sagt, der Hauptpunkt, però Paolo vuole dire, la cosa principale, il punto capitale, ist was? E qual è? Jesus, unser hoher Priester. Che abbiamo un tal sommo sacerdote, Gesù. Der sich zu Rechten Gottes gesetzt hat. Che si è posto a sedere alla destra del trono della maestà nei cieli. Das heißt, das Wichtigste, was du und ich wissen können, ist. Questo vuol dire che la cosa più importante che io e te dobbiamo capire, sapere. Nicht nur ist Jesus für uns gestorben. Non soltanto che Gesù è morto per noi. Nicht nur lebt er wieder. Non soltanto che lui adesso sta vive. Sondern er lebt jetzt gerade im Himmel für mich. Ma che lui adesso vive nel cielo per me. Er ist mein Anwalt. Lui è il mio avvocato. Mein Mittler. Il mio mediatore. Der eine Verbindung herstellt zwischen mir und Jesus. Che sta creando una comunicazione tra me e Dio. Und hier wird deutlich, e qui è chiaro, dass es ein wahres Heiligtum gibt. Perché che c'è un vero tabernacolo. Nicht so ein Heiligtum mit Dachsfellen in der Wüste. Non semplicemente un tabernacolo simboleggiato nel deserto. Sondern eines im Universum. Ma un santuario dell'universo. Jetzt werden vielleicht jemand sagen. Ora qualcuno allora si potrebbe dire. Wunderbar, habe ich alles verstanden. Okay, meraviglioso, ho capito tutto. Aber was bedeutet das praktisch für mich? Però praticamente per me questo. Che was cosa significa? Bedeutet dieses Heiligtum praktisch für mich? Che cosa vuol dire questo santuario per me praticamente questa santificazione? Wie viele Gegenstände gab es nochmal im Heiligtum? Quanti oggetti c'erano nel santuario? Sechs. Sì, sei. Giusto. Also gibt es auch sechs Schritte in der Erfahrung eines Christen. Quindi praticamente ci sono anche sei passi nell'esperienza di un cristiano. Ist das schwer zu verstehen? È difficile da capire? Ganz einfach. No, è semplice. Nur sechs Schritte. Soltanto sei passaggi. So einfach, dass jedes Kind es begreifen kann. Ed è così facile che tutti
quanti, anche i bambini lo possono capire. Wir haben schon gesehen, der erste Schritt, das Brandopferaltar. Abbiamo già visto che il primo passaggio è l'altare degli olocausti. Das ist da, wo ich sage, Jesus, ich erkenne meine Sünden. È lì dove io dico Gesù, io riconosco i miei peccati. Ich möchte, dass du mein persönlicher Heiland bist. Io voglio che tu sei il mio personale salvatore. Und gestern Abend haben viele von uns diese Entscheidung gefällt. E ieri molti di noi hanno preso questa decisione. Dann kommt das Waschbecken. E poi arriva la conca di rame. Und wir werden einen ganzen Abend über das Thema sprechen. E noi parleremo un'intera serata proprio di questo tema. Aber dann. Però poi. Kommt der Leuchter. Arriva il candelabro. Und Jesus sagt uns. E Dio ci dice. Ihr seid das Licht der Welt. Voi siete la luce del mondo. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten. Così risplende la vostra luce al cospetto degli uomini. Also wenn ich Jesus als meinen persönlichen Heiland angenommen habe. Quindi nel momento in cui io ho accettato Gesù come mio personale salvatore. Und ich dann ein neues Leben beginne. E io poi inizio una nuova vita. Dann soll ich das Licht auch weitergeben. Allora devo diffondere questa luce. Gibst du das Licht weiter, was du von Gott bekommen hast? Diffondi tu la luce, quella luce che hai ricevuto da Dio. Es gibt keinen echten Christen auf dieser Welt. Non c'è nessun cristiano vero in questo mondo. Der das Licht nicht weitergibt. Che non diffonde la luce. Die Christen, die das Licht nicht weitergeben. I cristiani che non diffondono la luce. Haben den ersten Schritt noch nicht gelernt. Non hanno ancora capito il primo passo. Sie heißen Christen. Però si chiamano cristiani. Aber wenn ich den Weg der Freiheit gehen möchte. Però se io voglio andare nella via della libertà. Dann werde ich auch das Licht weitergeben. Allora io sarò capace di dare luce anche agli altri. Also was bedeutet jetzt dieser Schaubrottisch? Allora adesso che cosa significano questi pani? Wozu braucht man Brot? A che cosa serve il pane? Was macht man mit Brot? Che cosa facciamo con il pane? Zum Essen, nicht wahr? Ce lo mangiamo, giusto? Wenn ich nicht esse, sterbe ich irgendwann. Se io non mangio, a un certo punto morirò. Und Jesus sagt. E Gesù dice. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Also was bedeutet es praktisch, den christlichen Lebensweg zu gehen? Quindi praticamente in pratica, che cosa vuol dire vivere la vita cristiana? Es bedeutet, dass ich jeden Morgen meine Bibel aufschlage. Questo vuol dire che ogni giorno io apro la mia Bibbia. Und sage, ich habe Hunger. E dico, io ho fame. Ich möchte nicht geistlich verhungern. Io non voglio morire di fame nel senso spirituale del termine. Ich muss etwas verstehen. Io voglio capire qualcosa di nuovo. Und Gott wird mich lernen. E Dio mi insegnerà qualcosa. Und wofür steht der Weihrauchaltar? E per che cosa simboleggia l'altare dei profumi? Wo der Weihrauch hinaufsteigt. Dove questo fumo saliva, questo profumo. Die Bibel sagt uns. La Bibbia ci dice. Lass mein Gebet sein wie Räucherwerk. Und das auf wie meine Hände wie das Abendopfer. La mia preghiera stia nel tuo cospetto come incenso, l'elevazione delle mie mani come il sacrificio della sera. Als Christ, come cristiano, habe ich das Vorrecht. Io ho il piacere, l'onore, mit dem Herrscher des Universums. Con il regnatore, il colui che comanda, che regna sull'universo. So zu reden wie mit einem Vater. Di parlare con lui come si parla con un padre. Und sag, mein Vater. E posso dire, papà, mio padre. Ich habe dieses Problem. Io ho questo problema. Bitte hilf mir. Per favore aiutami. Ich habe das Vorrecht, mit meinem Mittler im Himmel zu sprechen. Jesus, bitte hilf mir. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Io ho il diritto di andare a Gesù e dire, Gesù, per favore aiutami. C'è questo problema. Non so che cosa fare. Jesus ist nicht nur ein toter Heiliger an einem Kreuz. Gesù non è semplicemente un morto alla croce. Nicht nur ein guter Lehrer, der vor 2000 Jahren eine Religion gegründet hat. Non è semplicemente un buon maestro che 2000 anni fa ha creato una bella religione. Jesus lebt heute im Himmel und du kannst mit ihm reden. Gesù vive oggi nel cielo e tu puoi parlare con lui oggi. Die Bibel sagt. La Bibbia dice. Avendo noi dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede. Perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però. Non so se noi abbiamo capito bene quello che c'è scritto. Wenn ich ein Problem habe. Se io ho un problema. Und wenn ich mit einer Versuchung konfrontiert werde. Se io sono mi confronto con una tentazione. Viele Menschen denken, oh je, Gott ist so weit weg im Himmel. Molte persone pensano,
pensano, oh, ma Gesù è così lontano nel cielo. Er ist so ein strenger Gott. Lui è un Dio così stretto. Er wird mich nicht verstehen. Lui non mi capirà mai. Was soll ich ihm nur sagen? Che cosa devo dirgli? Aber die Bibel sagt uns. La Bibbia ci dice. Wir können beten. Noi possiamo pregare. Und sagen, Jesus. E dire Gesù. Ich habe dieses Problem. Io ho questo problema. Aber ich weiß. Però io so. Du hast das gleiche Problem auch gehabt. Tu hai avuto anche lo stesso problema. Du kennst diese Versuchung. Tu conosci questa tentazione. Du weißt, wie es ist, vielleicht von irgendetwas versucht zu werden. Tu sai che cosa vuol dire essere tentato da qualcosa. Aber du hast es geschafft. Però tu ce l'hai fatta. Und du lebst immer noch. E tu vivi ancora. Und dir ist alle Kraft gegeben im Himmel und auf Erden. E a te ti è stata data tutta la potenza nel cielo e sulla terra. Hilf mir bitte. Aiutami per favore. Ein Vers weiter heißt es. Poi c'è scritto in un altro versetto dopo: Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno. So lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten. Quindi andiamo con piena fiducia al trono di grazia. Ich weiß nicht, was du vorher geglaubt hast. Io non so che cosa hai creduto fino adesso. Die Bibel sagt nicht, dass wir zu einem anderen Menschen gehen müssen. La Bibbia non dice che noi dobbiamo andare da un'altra persona come noi. Wir müssen auch nicht zu einem Heiligen beten. Noi non dobbiamo neanche pregare ad un santo. Du als Kind Gottes kannst direkt zu Jesus gehen. Tu come figlio di Dio puoi andare direttamente a Gesù. Mit Freimut. Con fiducia. Und sagen, Herr Jesus. E dire, Gesù. Ich weiß, dass du für mich da bist. Io lo so che tu stai lavorando per me. Und egal wie groß meine Probleme sind. E non importa quanto sono grandi i miei problemi. Du wirst mir zur rechten Zeit helfen. Tu mi aiuterai, mi soccorrerai al momento opportuno, momento giusto. Fehlt noch ein Gegenstand? Manca ancora un oggetto? Welcher Gegenstand fehlt noch? Quell'oggetto manca. L'arca del patto. Die Bundeslade. Seht ihr, manche Christen, sie bleiben im Vorhof stehen. Sapete, alcuni cristiani rimangono nel cortile. Sie sagen, Hauptsache ich bin getauft und Hauptsache ich gehöre einer Kirche an, ich habe gesagt, Jesus ist mein Heiland, fertig, aus. La cosa più importante è che io sia battezzato, io appartengo ad una chiesa, il Signore è il mio Salvatore, finito. Aber ist das der ganze Weg? Ma è questa tutta la via? Nein. No. Manche? Alcuni? Sagen, ja, natürlich, wir müssen die Bibel lesen. Dicono sì, naturalmente noi dobbiamo leggere la Bibbia. Wir müssen beten. Noi dobbiamo pregare. Und wir müssen auch mit anderen unseren Glauben teilen. E noi dobbiamo anche raccontare agli altri la fede. Und das ist alles, was wir brauchen. E questo è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Ist das der ganze Weg? È questa tutta la via? Oder fehlt noch ein Stück? O manca ancora l'ultima parte? Das Evangelium L'Evangelo ist ein Weg. È una via. Und der Weg è la via führt zurück. Ci porta indietro. Zur Bundeslade. Fino. Und was ist in der Bundeslade? E che cosa c'è nell'arca del patto? Das Gesetz Gottes. Sono i 10 comandamenti, la legge. Mit anderen Worten. Praticamente. Gott erlöst uns von der Sünde. Gesù ci libera dal peccato. Um uns auf den Weg zu bringen, wieder sein Gesetz zu halten. Per portarci a osservare di nuovo i suoi comandamenti. Und Jesus möchte das tun, was am großen Versöhnungstag in Israel stattfand. E Gesù vuole fare proprio quello che si faceva al giorno della riconciliazione, quello che il sommo sacerdote faceva. Er möchte die Sünde austilgen und vernichten. Dio vuole eliminare completamente i peccati. Er möchte die Sünde hinwegnehmen. Gesù li vuole togliere, eliminare. Das sagt die Bibel. La Bibbia dice. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Und halte seine Gebote. E osserva i suoi comandamenti. So einfach ist das. È molto semplice. Denn. Poi. Gott wird jedes Werk in ein Gericht bringen. Poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera. Tutto ciò che è occulto, sia bene sia male. Warum haben wir gesagt, der Weg in die Freiheit? Perché abbiamo detto la via della libertà per la libertà? Was hat das Gesetz Gottes mit der Freiheit zu tun? Che cosa ha a che fare la legge di Dio con la libertà? Das Gesetz Gottes heißt das Gesetz der Freiheit.
La legge di Dio significa la legge di libertà. Aber wie kann ein Gesetz Freiheit bedeuten? Ma come in realtà, come può essere che la legge significa libertà? Ist das Gesetz nicht eine Einengung? Non è la legge una restrizione? Nein, das Gesetz ist die wahre Freiheit. No, la legge in realtà è proprio la vera libertà. Warum? Perché? Schauen wir mal, wie das Gesetz anfängt. Vediamo come inizia il, la legge. Die 10 Gebote. I 10 Comandamenti. Ich bin der Herr, dein Gott. Io sono l'Eterno, il tuo Dio. Der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der was? Che ti ho tratto dall'Egitto, dalla casa di che? Der Knechtschaft herausgeführt habe. Della schiavitù. Die 10 Gebote fangen damit an, dass Gott mich befreit hat. I 10 Comandamenti iniziano così. Dio, Gesù, ti ha liberato. Aus der Knechtschaft. Dalla schiavitù. Aus der Knechtschaft der Sünde. Dalla schiavitù del peccato. Und deswegen heißt das Gesetz, das jetzt kommt, e per questo tutta la legge che adesso verrà descritta, das Gesetz der Freiheit. La legge di libertà. Nur jemand, der frei ist, kann die 10 Gebote halten. Soltanto qualcuno che è libero può davvero osservare i 10 Comandamenti. Gott muss mich erst befreien, dann kann ich sie halten. Dio mi vuole per primo liberare. Wir wussten, die Israeliten waren gefangen in Ägypten. E poi posso essere posso osservare i comandamenti. Gli israeliti che erano schiavi in Egitto. Und viele Menschen leiden so unter der Sünde. E loro stavano simboleggiano proprio le persone che soffrono sotto il peccato. Aber wenn Gott uns befreit, però quando Gesù ci libera, dann führt er uns nicht einfach gleich ins gelobte Land. Allora non ci guida direttamente wohin? Ins gelobte Land. Nella terra promessa? Er führt uns zum Berg Sinai. Ma ci porta al Monte Sinai. Zum Gesetz. Alla legge. Nun. Adesso. Ich dachte immer, das Alte Testament spricht vom Gesetz und das Neue Testament spricht von der Gnade. Io ho sempre pensato così, che l'Antico Testamento parlava della legge e il Nuovo Testamento parla della grazia. Gelten die 10 Gebote noch im Neuen Testament? I 10 Comandamenti valgono ancora nel Nuovo Testamento. Irgendwo im Neuen Testament mal gelesen und hier kommen die 10 Gebote. Okay, abbiamo letto, avete mai letto nel Nuovo Testamento? Ecco, questi sono i 10 Comandamenti. Ta ta ta. Schauen wir mal nach. Okay, andiamo a vedere. Primo comandamento. Das erste Gebot. Il primo. Findet sich hier. Si trova. In Matthäus 4, Vers 10. Das Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Il comandamento era non avere alcun altro dio all'infuori di me. Und Jesus sagt, dass man Gott allein dienen soll. E Gesù dice, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto. Ist das erste Gebot in der Bibel? È il primo comandamento. Im Neuen Testament? Della Bibbia, nel Nuovo Testamento corrisponde? Okay, gut. Sì, zweites okay, Gebot. Bene, il secondo. Du sollst dir kein Bildnis machen. Tu non ti devi fare alcuna scultura, né immagine alcuna. Und was sagt 1. Johannes im Neuen Testament? Cosa dice Primo Giovanni nel Nuovo Testamento? Hütet euch vor den Götzen. Signori, guardatevi dagli idoli. Zweites Gebot im Neuen Testament? Esiste il secondo comandamento nel Nuovo Testamento? Ja? Sì. Wunderbar. Okay. Drittes Gebot. Il terzo. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Tu non devi usare il nome dell'Eterno, il tuo Dio, in vano. Im 1. Timotheus heißt es, Neues Testament. In Primo Timoteo, nel Nuovo Testamento c'è scritto. Damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Affinché il nome di Dio e la dottrina non vengano biasimati. Drittes Gebot im Neuen Testament. C'è il terzo comandamento nel Nuovo Testamento? Sì. Sì. Fünftes Gebot. Il quinto comandamento. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Onora tuo padre e tua madre. Und was sagt das Neue Testament? E che cosa dice il Nuovo Testamento? Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern dem Herrn. Figliuoli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori. Sechstes Gebot. Il sesto comandamento. Du sollst dich töten. Non uccidere. Neues Testament sagt. Il Nuovo Testamento ci dice. Dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Nessun omicida ha la vita eterna dimorante in se stessa. Siebtes Gebot. Il settimo comandamento. Du sollst nicht Ehe brechen. Non commettere adulterio. Jesus verbietet Ehebruch in Matthäus 19, Vers 9. Gesù parla del comandamento dell'adulterio in Matteo 19, 9. Achtes Gebot. Du sollst nicht stehlen. L'ottavo. Non rubare. Matthäus spricht von Matteo Diebstahl. Parla proprio dei furti. Neuntes Gebot. Nono. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Non attestare falsa testimonianza. Und Jesus verbietet auch falsche Zeugnisse. E Gesù impedisce, condanna anche le false testimonianze. Und zehntes Gebot. E il decimo comandamento. Du sollst dich begehren. Tu non devi concupire la casa, le cose del tuo prossimo. Und Paulus im Neuen Testament Paolo wiederholt das Gebot. Nel Nuovo Testamento ripete proprio questo comandamento. Frage. Domanda.
Sind die 10 Gebote im Neuen Testament? Ci sono i 10 comandamenti nel Nuovo Testamento? Haben wir das erste gesehen? Abbiamo visto il primo. Das zweite gesehen? Il secondo. Das dritte gesehen? Il terzo. Das fünfte gesehen? Il quinto. Das sechste gesehen? Il sesto. Das siebte gesehen? Il settimo. Das achte gesehen? L'ottavo. Das neunte gesehen? Il nono. Und das zehnte gesehen? Il decimo. Alle gesehen. Tutte visti. Die Bibel sagt, la Bibbia dice, Psalm 111, Salmo 111, Vers 7 und 8, Versetto 7 e 8, wie viel seiner seine Vorschriften? Quanti dei suoi precessi? Tutti. Tutti. Alle precetti. Seine Gebote sind unwandelbar. Tutti i suoi precetti sono fermi. Er sagt auch, lui dice anche, nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz soll vergehen. Non un iota, non un apice della legge passerà. Prima che tutto sia adempiuto. Das Gesetz wird uns gesagt, ist heilig, gerecht und gut. Ci viene detto che la legge è santa, giusta e buona. Denn durch das Gesetz. Perché attraverso la legge. Erkenne ich meine Sünde. Si ha la conoscenza del peccato. Nehmen wir an. Okay, mettiamo il caso che. Ich gucke früh morgens in den mir fällt das deutsche Wort. In den Spiegel, danke schön, in den Spiegel. La mattina mi guardo allo specchio. Und mir gefällt das nicht, wie ich aussehe. Non mi piace proprio quello che vedo. Und ich entscheide mich, ich brauche keinen Spiegel mehr. E io decido di non avere più bisogno di uno specchio. Ich schmeiß den Spiegel aus dem Fenster. E quindi io lo butto giù dalla finestra, fuori dalla finestra. Hat sich etwas an meinem Leben geändert, an meinem Aussehen? Questo ha cambiato qualcosa nel modo di cui io sono? Aber viele Christen sind so. Però molti cristiani sono proprio così. Sie schauen in das Gesetz Gottes. Loro guardano nella legge di Dio. Und sagen, oh nee, dann müsste ich mich ja ändern. E pensano, oh mamma mia, adesso io mi devo cambiare qualcosa nella mia. Und dann behaupten sie, die 10 Gebote sind abgeschafft. E quindi dicono, okay, i 10 comandamenti sono passati. Man braucht die 10 Gebote nicht mehr. Io non si ne ha più bisogno di questi 10 comandamenti. Ist das die richtige Art und Weise? E questa è la maniera giusta per risolvere tutto. Wir brauchen einen Spiegel, oder? Noi abbiamo bisogno di uno specchio, giusto? Ohne Spiegel wissen wir nicht, wo wir schmutzig sind. Senza lo specchio noi non sappiamo dove siamo sporchi. Frage: Kann uns der Spiegel sauber machen? Domanda: Lo specchio ci può pulire? Wenn ich den Spiegel nehme und reibe. Se io prendo lo specchio e me lo strofino. Werde ich davon sauber? Divento da grazie a questo più pulito? Nein. No. Kann mich das Gesetz Gottes reinmachen? La legge di Dio mi può purificare? Nein, das Gesetz Gottes kann mir nicht vergeben. No, la legge di Dio non mi può perdonare. Aber das Gesetz kann sagen, da hast du ein Problem. Però la legge mi può dire, è qui il tuo problema. Und ich sehe, ah, ich muss damit zu Jesus gehen. Io dico, ah, ho capito, quindi con questo problema devo andare da Gesù. Denn wenn es kein Gesetz mehr gäbe, perché se non ci fosse nessuna legge, dann würde ich keine Sünde mehr erkennen. Non avrei la possibilità di riconoscere il peccato. Und dann würde ich nicht mehr zu Jesus gehen. E non sarei più andato a Gesù, non andrei più a Gesù. Und dann hätte Satan sein Ziel erreicht. E quindi Satan avrebbe raggiunto proprio il suo scopo. Denn Satan kämpft ja die ganze Zeit gegen was? Perché Satana lotta tutto il tempo contro che cosa? Gegen das Gesetz. Contro la legge. Und deswegen besteht der Erlösungsplan darin, den Sünder wieder zum Gesetz zu bringen. E per questo proprio il piano della salvezza serve proprio a portare il peccatore di nuovo alla legge. Denn Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Perché il peccato è la violazione della legge. Paulus sagte uns, ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durchs Gesetz. Paolo ci dice, non avrei potuto riconoscere il peccato se non attraverso la legge. Aber wenn ich durch das Gesetz, das ich annehme im Glauben, wenn ich das Gesetz im Glauben annehme, quando io prendo, accetto la legge nella fede, dann sehe ich meine Sünde und ich komme zurück ans Kreuz zu Jesus. Allora io vedo i miei peccati e torno alla croce a Gesù. Und wenn mir dann vergeben wird, e quando lui mi perdona, dann gilt das Gesetz immer noch. Allora vada ancora la legge. Ich weiß ja nicht, wie das hier in Italien auf den Straßen mit den Verkehrsregeln ist. Io non so come sono le regole qui in Italia per quanto riguarda il traffico. Aber nehmen wir an, wir sind auf der Straße. Però facciamo finta di essere per strada. Und wir haben es eilig. E noi abbiamo fretta. Und wir dürfen vielleicht nur 80 km/h fahren. E noi possiamo soltanto andare a 80 km all'ora. Und wir fahren das Doppelte. E noi iniziamo a schiacciare l'acceleratore. Und die Polizei hält uns an. E la polizia ci ferma.
Und wir wissen, eigentlich haben wir jetzt unser Auto verloren. E noi in realtà sappiamo che abbiamo perso la nostra macchina. Aber der Polizist ist sehr gütig. Però la polizia è molto benevola con noi. Und er bezahlt die Strafe, die wir bezahlen müssten. E lui paga la multa che noi in realtà avremmo dovuto pagare. Und sagt, fahren Sie weiter. E la polizia dice, okay, potete andare avanti. Wer von uns würde jetzt sagen? Chi di voi avrebbe detto a questo punto? Oh, der Polizist hat mir vergeben. Oh, la polizia mi ha perdonato. Das ist ein klarer Hinweis darauf, dass ich wieder 160 fahren kann. Questo vuol dire che sicuramente posso di nuovo andare a 160 all'ora. Nein. No. Die Gnade hebt die Gerechtigkeit nicht auf. La grazia non vuol dire che elimina la giustizia. Wenn es keine Gerechtigkeit mehr gibt, se non c'è più la giustizia, gibt es auch keine Gnade mehr. Non c'è neanche più la grazia. Die Bibel sagt, la Bibbia dice, wir sind fast am Ende angekommen. Siamo quasi alla fine. Wie glücklich ist ein Mensch, beato l'uomo, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht über Gottes Gesetz nachdenkt. Che su quella legge medita giorno e notte. Das Gesetz sollte etwas sein, worüber wir uns freuen. La legge è qualcosa di cui noi ci dobbiamo gioire. Und die Bibel sagt, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder sehe in deinem Gesetz. E la Bibbia dice, aprimi gli occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Und wisst ihr, was das größte Wunder im Gesetz ist? E voi sapete qual è il più grande miracolo, la meraviglia, la più grande meraviglia nella legge? Das ist der Anfang des Gesetzes. Questo è l'inizio della legge. Denn bei den 10 Geboten steht ganz am Anfang. Perché all'inizio dei 10 comandamenti c'è scritto. Und Gott redete alle diese Worte und sprach. Allora Dio pronunziò tutte queste parole e disse. Wir denken, naja, was ist eine Einleitung, oder? Noi pensiamo, okay, questa è semplicemente un'introduzione. Nein, das ist nicht die Einleitung. No, non è semplicemente un'introduzione. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Questo è proprio la chiave per Denn il successo. Gott hat gesprochen. Perché Dio ha parlato. Und was wissen wir über Gottes Wort? E che cosa sappiamo noi per quanto riguarda la parola? Wenn Gott sagt, es werde Licht, se Dio dice che sia la luce, dann wird da Licht. Allora diventa, c'è la luce. Wenn Gott sagt, du sollst nicht töten, quando Dio dice, non devi uccidere, dann hat er die Kraft, dass du auch nicht mit Worten nicht mehr töten wirst. Allora lui alla forza e ti dà la forza anche di non uccidere attraverso le parole. Wenn Gott sagt, du sollst nicht mehr Ehebruch betreiben, se Dio dice, tu non devi commettere adulterio, dann hat er die Kraft, dass du kein Ehebruch mehr betreibst. Lui ti dà la forza di non commettere più adulterio. Weil er es gesagt hat. Perché lui lo ha detto. Und weil Jesus unser hoher Priester ist. E perché Gesù è il nostro sommo sacerdote. Der im himmlischen Heiligtum für uns dient. Che lavora nel cielo. Und das ist so wichtig. E questo è così importante. Eine letzte Geschichte. Okay, l'ultima storia. Es kam ein Mann. C'era un uomo. Zu Jesus. Ah, che andò a Gesù. Und er fragte. E chiese. Was soll ich tun? Che cosa devo fare? Um das ewige Leben zu erhalten. Per avere la vita eterna. Ich möchte gern am Ende ankommen. Io vorrei tanto arrivare alla fine di questa strada. Ich möchte nicht nur das christliche Leben anfangen, ich möchte auch bis ans Ende gehen. Io non voglio soltanto prendere la vita cristiana, ma voglio arrivare fino alla fine di questa strada. Und Jesus sagt das, was er sagen muss. E Gesù dice quello che avrebbe dovuto dire. Ganz einfach. Molto semplicemente. Er sagt. Lui dice. Halte die Gebote. Osservi i comandamenti. Und wir wissen jetzt, wir haben verstanden. E noi adesso abbiamo capito. Man hält die Gebote nicht aus eigener Kraft. Che non ci si può, non si può osservare i comandamenti grazie alle proprie forze. Sondern durch die Kraft von Jesus, der unser hoher Priester ist. Ma soltanto grazie alla forza del nostro sommo sacerdote Gesù. Aber um ins ewige Leben zu kommen, per arrivare alla vita eterna, müssen wir die 10 Gebote halten. Dobbiamo osservare i 10 comandamenti. Und er fragt. E poi chiede lui. Welche? Okay, quali comandamenti? Und jetzt macht Jesus etwas Interessantes. Gesù fa qualcosa di interessante adesso. Er sagt, du sollst nicht töten. Lui dice, tu non devi uccidere. Das ist Gesetznummer. E che numero è il comandamento numero? 6. Numero il sesto. Dann sagt er, du sollst nicht Ehe brechen. Poi dice, non devi commettere adulterio. Das ist Gesetznummer. Che numero è? 7. Il settimo. Dann sagt er, du sollst nicht stehlen. Non devi rubare. Das ist Gesetz Nummer? Il numero?
8. 8. Dann sagt er, e poi dice, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Non devi testimoniare il falso. Das ist Gesetz Nummer? Questo è il comandamento numero? 9. 9. Was würden wir erwarten, wenn er Nummer 6, 7, 8 und 9 sagt? Cosa ci aspetteremmo adesso quando lui ha parlato del sesto, del settimo, dell'ottavo e del nono comandamento? Als nächstes. Il prossimo? Aber was sagt Jesus? Però che cosa dice Gesù? Ehre deinen Vater und deine Mutter. Onora tuo padre e tua madre. Was ist das für eine Nummer? Che numero era questo? 5. Il quinto. Also Jesus sagt Gesetz Nummer 6. Quindi Gesù dice il numero 6. Nummer 7. Comandamento 7. Nummer 8. Ottavo comandamento. Nummer 9. Il nono comandamento. Und Nummer 5. E poi il quinto. Und der Schriftgelehrte? E il dottore della legge? Der die Bibel auswendig kennt, kratzt sich am Kopf und sagt, hey, du hast eins ausgelassen. Du hast eins ausgelassen. Und ich denke, Jesus hat mir in den Augen gezwinkert und gesagt, ich weiß, ich habe eins ausgelassen. Ich habe eins ausgelassen. Denn der Jüngling sagt, perché il giovane disse, im nächsten Vers, nel prossimo, das alles habe ich gehalten. Tutte queste cose io le ho osservate. Ich habe Gesetz Nummer 6 gehalten, Gesetz Nummer 7, Gesetz Nummer 8, 9 und 5. Io ho osservato il comandamento numero 6, 7, 8, 9, 5. Was fehlt mir noch? Che cosa mi manca? Was meint er wohl? Was hat noch wohl gefehlt? Che cosa mancava? Welches Gesetz? Quale comandamento mancava? Gesetz Nummer 10. Il decimo. Der reiche Jüngling hat 6, 7, 8, 9 und 5 gehalten. Lui ha osservato il sesto, il settimo, ottavo, nono e quinto. Aber nicht das zehnte. Però non il decimo. Das Problem vom reichen Jüngling war, dass er begehrt hat, Geld. Il problema di questo uomo è che lui era molto ricco e aveva tanti soldi. Und das zehnte Gebot sagt, du sollst nicht begehren. E il decimo comando dice, non devi concupire, non devi desiderare le cose degli altri. Und deswegen sagt Jesus, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und folge mir nach. E per questo che Gesù dice a quest'uomo, vendi tutto quello che hai e seguimi. Das sagt ihm, um ihn zu heilen, weil er das zehnte Gebot nicht hält. E praticamente lui non lo poteva salvare perché non osservava il decimo comandamento. Er konnte nicht geheilt werden. Das hat er gesagt, um ihn zu heilen. Also, per guarirti, per salvarti. Ci manca il decimo comandamento. Jesus sagt, du musst alle 10 Gebote halten. Lui dice che bisogna osservare tutti i 10 comandamenti. Als aber der junge Mann das hörte, ma il giovane udita questa parola, ging er betrübt davon. Se ne andò rattristato. Dieser junge Mann war fast den ganzen Weg der Freiheit gegangen. Questo giovane uomo aveva quasi fatto tutta la via fino alla libertà. Er war fast am Ziel angekommen. Lui era quasi arrivato allo scopo, alla fine. Aber vor dem letzten Schritt. Però proprio alla fine, prima dell'ultimo passo. Ging er wieder zurück. Lui tornò indietro. Und kam nie wieder zurück. E non ritornò più. Wir wollen Gott bitten. Noi vogliamo pregare il Signore. Dass er uns den ganzen Weg der Freiheit führt. Che lui ci guida in tutta la via della libertà. Bis ans Ende. Fino alla fine. Egal was uns noch fehlen mag. Non importa quello che noi manca. Ich denke, wir haben heute gesehen, dass Gott einen sehr einfachen Plan hat. Noi abbiamo visto oggi che Dio ha un piano molto semplice. Die Bibel sagt, la Bibbia dice, wie glücklich ist ein Volk, das auf Gottes Gesetz hört. Lui che osserva la legge. Und dann heißt es, e poi c'è scritto, wer hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, und ein wirklicher Täter ist, e che la mette in pratica, der wird glückselig sein. Allora sarà felice. Jesus sagt uns, Gesù ci dice, glückselig sind die, beati sono coloro, die seine Gebote tun, che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare nelle porte della città. Und der letzte Vers für heute. L'ultimo versetto oggi. Denn das ist die Liebe zu Gott. Perché questo è l'amore. Dass wir seine Gebote halten. Di Dio che noi osserviamo. Und das steht in der Bibel. E che cosa c'è scritto nella Bibbia? Egal was du vorher jemals geglaubt hast. Non importa quello che tu hai creduto fino a questo momento. Suoi comandamenti non sono gravosi. Seine Gebote sind nicht schwer. Warum sind sie nicht schwer? Perché non sono gravosi? Weil wir einen hohen Priester haben im Himmel. Perché noi abbiamo un sommo sacerdote nel cielo. Der nicht nur unsere Sünden vergibt. Che non soltanto lui
sondern der auch in der gegenwärtigen Konfliktsituation mir helfen kann, Gottes Gebote zu halten. Jemand, der mich frei machen kann und mir hilft, auch frei zu bleiben. Wer von uns möchte nicht nur frei gemacht werden, sondern auch frei bleiben. Ma anche rimanere libero. Und den ganzen Weg der Freiheit gehen. E andare per tutta la via del santuario. Amen. Wir werden jetzt ein Lied hören. Ora ascolteremo una canzone. Das davon spricht. Che parla proprio di questo. Dass wir einen hohen Priester im Himmel haben. Che abbiamo un sommo sacerdote nel cielo. Lui nei santuario.
Caro Padre del Cielo, wir danken dir von ganzem Herzen für deinen wunderbaren Plan. Noi ti ringraziamo di vero cuore per il tuo dono meraviglioso. Er ist so einfach, dass jedes Kind ihn verstehen kann. È così facile che tutti i bambini lo possono capire. Und so tief, dass wir ihn bis in alle Ewigkeiten studieren werden. È così profondo che noi fino all'eternità lo studieremo. Du vergibst unsere Sünden. Tu perdoni i nostri peccati. Und dann gibst du uns die Kraft. E ci dai la forza. Durch deine Kraft allein. Solamente grazie alla tua forza. Gehorsam zu sein. Possiamo essere ubbidienti. Und nicht nur für einen kurzen Moment auf deiner Seite zu sein. E non semplicemente essere a causa di un uomo dalla tua parte. Sondern dauerhaft. E non per poco tempo, ma per sempre. Und Herr Jesus, wir bitten dich. E per questo, Signore, noi ti chiediamo. Dass du weiterhin in unserem Leben wirkst. Che tu possa continuare a operare nella nostra vita. Dass wir Schritt für Schritt diesen Weg der Freiheit gehen können. Affinché noi possiamo andare passo dopo passo, percorrere questa via di libertà. Es gäbe noch so viel mehr, was wir sagen könnten über dieses Thema. Ci sarebbe ancora tantissime cose da dire su questo tema. Aber am Ende ist es so einfach. Però alla fine è molto semplice. Du sagst uns. Tu ci dici. Wenn ihr mich liebt, se mi amate, so haltet meine Gebote. Allora osservate i miei comandamenti. Und wir danken dir von ganzem Herzen. E noi ti ringraziamo di vero cuore. Dass du für uns gestorben bist. Perché tu sei morto per noi. Und dass durch deine Liebe. E grazie al tuo amore. Wir deine Gebote halten können. Possiamo osservare i tuoi comandamenti. Und sie noch nicht einmal schwer sind. E noi sappiamo che non sono gravose, non sono difficili. Herr Jesus. Gesù. Sei du bei uns jetzt? Ti prego di rimanere con noi adesso. Und bring uns gut nach Hause. Fa che possiamo arrivare bene a casa. Und vor allem morgen auch wieder gesund hierher. E soprattutto fa che possiamo ritornare in salute qui domani. Das bitten wir in deinem Namen. Noi te lo preghiamo nel tuo nome. Amen. Amen.